Team aus Berlin bleibt ungeschlagen. Die Wasserfreundinnen Spandau 04 behaupten sich gegen die Damen von Waspo Hannover mit 30-5 und verteidigen damit ihren Platz an der Tabellenspitze. Ich glaube, dass wir uns immer gegenseitig motivieren, uns immer versuchen, gegenseitig zu pushen, auch im Training immer das Beste versuchen, aus den anderen rauszuholen. Und das kriegen wir dann auch in den Spielen ganz gut umgesetzt. Das erste Tor des Tages erzielen zunächst die Hannoveranerinnen in den weißen Kappen, doch die Spandauerinnen kommen schnell ins Spiel und erarbeiten sich unter anderem auch mit starken Kontern bis zur Halbzeit einen Vorsprung von 15 Toren. Auch in der zweiten Hälfte steht das Team von Erik Bukowski unter hohem Druck und hat durch Spandaus starke Verteidigung keine Chance, den Rückstand aufzuholen. Die Kroatin Dora Kangler finalisiert mit dem 30-5 den vierten Sieg der Berlinerinnen in dieser Saison. Wir sind eigentlich nur durch so reingekommen, dass wir sagen, unter 30 ist unser Ziel, aber sonst haben wir uns eigentlich nicht vorgenommen, aber sonst war es eigentlich ganz gut. Die Spielerin des heutigen Tages ist Spandaus Neuzugang Elena Ludwig. Sie ist in absoluter Topform und erzielt gleich 8 Tore für ihr Team. Wir trainieren sehr viel zusammen, wir verstehen uns alle mega gut im Team und jeder hat Bock hier zu trainieren und unser Ziel ist es, im Eurocup weit nach vorne zu kommen. Für die Damen aus Hannover geht es in der ersten Bundesliga als nächstes nach Hamburg. Die Wasserfreundinnen Spandau 04 müssen sich in der nächsten Woche im Europacup behaupten und können dort erneut beweisen, dass sie ein unschlagbares Dreamteam sind.